Grenzwacht geht's hier rein. Aha. Ist das auf der Karte? Ne. Das kann ich mir doch sowieso nicht merken. Außerdem renne ich hier schon wieder viel zu schnell durch. Ah, das war ein Geheimgang in die alte Grenzwacht. Ah, ich verstehe. Ah, sehr gut. Da komme ich rein oder raus, je nachdem. So, jetzt müsste ich auf dem richtigen Weg sein. Ich muss mir das ganze Umfeld hier immer später in Ruhe angucken. Ist irgendwo im Bett? Was? Warum? Wo seid ihr? Auf sie, sagt er. Das ist nur einer. Selbst Eigenmotivation oder was? Auf sie! Komm, ich hol dich. So. 25, brauche ich nicht. So, haben wir es jetzt? Oh, hallo! Festlederhandschuhe. Habe ich, glaube ich, schon. Kann man trotzdem mitnehmen. Regel 1. Wenn du irgendwelche Hebel siehst, guck dich erstmal nochmal um und entdecke, dass es Ballistas sind. Nö. Die löse ich jetzt nicht aus. Das wäre ja albern. Ja, komm, nimm mit. So, ist hier unten irgendwo was, wo man pennen kann? Waldgabundmütze, Überblick, Kelch, Fackel. Wo schlafen denn die Banditen, sag mal? Ich kann mich zwar hier hinsetzen, aber ich kann ja nicht warten, bis es hell wird. Ach, das ist doch ätzend. Sorry. Nein, komm. Weitermachen. Motivation, Spannung, Sport, Spiel und Spaß. Halt. Speichern. Kann ja nie wissen. So, wir sind fast da. Hallo, ihr Lieben. Oh, beide tot. Hey, wir sind fast da. Juhu, juhu. Okay. Nicht schlecht. Ha. Das ist einfach nur so ein Stollen, ne? In den Berg getrieben. Also mal ganz vorsichtig gucken, so. Wieso erinnert mich das an... Oh nein, bitte nicht. Energetisiertes Wasser. Jetzt geht's los. Halt euch... Verschlimmert Arkanistenfieber.
gut. Hier brauche ich sowieso einen Schlüssel. Dann gehen wir mal klassisch da unten rein. Hauptsache, ich muss da jetzt nicht durch 1000 Kilometer... Ach hier. Dwemer-Ruine rennen. Dann habe ich ja echt schon Kaffee auf wieder. Ja. Hallo. Ist hier jemand? Das nehme ich alles mit. Das ist alles meins. Gut. Weiter. Oh nein. Hoppala. Aua. Beim Arsch des Propheten. Eine Sekunde später und ihr hättet eure Einzelteile vom Boden aufsammeln können. Ja, wer seid ihr? Das ist nicht meine Schuld. Und was zum Henker habt ihr hier zu suchen? Pass auf, ich erkläre dir das. Was war das denn eben? Und wo kommt ihr so plötzlich her? Die muss ich hinterher sowieso noch machen. So. Sagen wir es so. Ich weiß mich zu verstecken, wenn ich nicht gesehen werden will. Wenn ihr diese Explosion meint, und ich denke, davon sprecht ihr. Das waren kyranische Staubkristalle, wie man sie so schön nennt. Guck in die Augen, Jung. Kommt ihnen zu nah und wartet einen Augenblick zu lange. Und euer Arsch fliegt euch mit einer Wucht um die Ohren, die jede Kanone neidisch machen würde. Aber zurück zur Frage. Was wollt ihr hier? Ich hätte gerne ein paar davon. So ein Kilo? Das wäre ziemlich gut. Ja, pass auf, Konstantin hat mich geschickt. Lashiri? Oh Mann, der Gute hat's einfach nicht mit Namen. Wirklich nicht. Ich heiße Lishari. Aber gut, das beweist mir schon einmal, dass ihr nicht lügt. Trotzdem, witzig. Ich hoffe nicht, dass ihr die Verstärkung seid, die ich angefordert habe. Oh. Ein paar Mann mehr hatte ich mir dann doch erhofft. Nein. Konstantin meinte, ihr könntet eine Art Ritual an mir vollziehen, um die Magie in mir zu bändigen. Hat er das? Ja, hat er. Tatsache. Ihr habt Magie in euch. Oh, und was für welche. Nicht schlecht. Sowas habe ich noch nie gespürt. Na schön. Wenn Konstantin darauf besteht, werde ich das Ritual an euch vollführen. Yay. Aber beim besten Willen nicht jetzt. Oh. Ich stecke nämlich bis zum Hals in der Scheiße, wie ihr sicherlich schon bemerkt habt. Nee. Wie sieht's aus? Wollt ihr die kurze oder die ausführliche Fassung hören? Die kurze würde reichen, ne? Aber komm, erklär mal. Gut. Ihr wisst ja von Konstantin sicher, dass wir, ich, mein Assistent, zwei Arkanisten und vier Ordenshüter hier sind, um nach etwas zu suchen. Was wir in den letzten Wochen auch brav getan haben. Tja, und als ich vor gut 2 Stunden kurz hoch bin, um etwas zu holen, höre ich plötzlich Stahlgeklirre von unten. Und sehe gerade noch, wie 2 Gestalten mit roten Roben in der Ruine verschwinden. Na super. Ich habe nicht den blassesten Schimmer, wer sie sind. Aber für mich sehen sie nach Söldnern aus. Und irgendwie haben sie einen versteckten Eingang gefunden. Fakt ist jedenfalls, dass meine hochgeschätzten andraläschen Kollegen, mein Assistent und unsere gesamten Forschungsergebnisse noch da unten sind. Und ich will sie wiederhaben. Und bevor ihr fragt, ihr könnt mir helfen. Denn wenn ihr wollt, dass ich eure Magie bändige, muss ich zumindest sicherstellen, dass wir retten, was noch zu retten ist. Das ist ja voll gemein. Allein wäre das zu unsicher gewesen. Aber zu zweit könnten wir es schaffen. Vorausgesetzt, ihr könnt euch verteidigen. Also, seid ihr bereit? Nö. Woran habt ihr denn überhaupt gearbeitet? An einigem. Unter anderem daran, warum manche Leute kein Gefühl haben, wann Zeit für Fragestunde ist und wann nicht. Der ist gut. Im Ernst. Sobald hier aufgeräumt ist, können wir gern wer bist du und was machst du hier spielen. Aber jetzt ist ein verflucht nochmal ungünstiger Zeitpunkt dafür. Okay, alles klar. Ja, komm.
Wer redet denn mehr, du oder ich? So. Von wie vielen Söldnern sprechen wir? Keine Ahnung. Aber mehr als ein Dutzend werden es vermutlich sein. Mehr als ein Dutzend. Plus sie erwarten keinen Widerstand. Das ist unser Vorteil. Das stimmt natürlich. Na gut, dann bin ich mal so bereit, wie man sein kann. Na dann kommt mit. Und haltet euch bereit. Ich bin mir ziemlich sicher, gerade eben Stimmen gehört zu haben. Ah nee, das ist so ungeil. Ich bin da. Ich bin immer noch da. Du gehst vor, du bist die magisch begabte Tante. Oh, oh. War's das? Armer Kerl. Abgestochen wie ein Schwein. Wir. Oh nein, Moment. Wer? Oh, habe ich was übersehen? Söldner brauchen kein Geld. Beim Arsch des Propheten, das. Oh nein. Das glaube ich jetzt einfach nicht. Was ist? Ihre Befehle. Mein Assistent Seth. Scheint, als habe er die Schweine reingelassen. Aha. Das tut mir leid. Spart euch das für ihn auf, wenn ich ihm diesen Stab hier in den Hintern ramme und einen Blitzschlag abfeuere. Stadtwache? Ach, der war ja hier zum mit aufpassen, ne? Immer mit der Ruhe. Ausgrabungsnotiz. Ich verstehe eure Skepsis, aber wir sind auf der richtigen Spur. Diese Skarag-Magierin und nein, natürlich nicht ihre zweifelhafte. Oh. Hat eindeutige Zusammenhänge zwischen diesen Steinen der Dulgar und den Theorien des Großmeisters gefunden. Wenn sie recht behält, könnten sie unsere einzige Chance auf so etwas wie magischen Schutz sein. In diesem Sinne, Großmeister Arantial weiß, was er tut, so ungern ich das zugebe. Diese Magier seines Sohnes sind bisher eine echte Hilfe. Ah, okay. Gut, nehme ich mit. Wieso stöhnt denn der Söldner noch? Soll's nicht stöhnen. Sorry, so viel Zeit muss sein, Mädel. Eisenstreitkolben. So, ich komme. Gut. Schatz, riecht dir das? Nee. Qualm. Diese Bastarde versuchen doch tatsächlich unsere Forschungen abzufackeln. Unverschämtheit. Wir müssen was tun. Bei der Magie, die ihr in euch tragt, nehme ich an, ihr könnt den ein oder anderen Zauber wirken. Korrekt? Hier, nehmt das. Damit sollten sich die meisten Feuer löschen lassen. Wenn meine Vermutung nämlich stimmt, versuchen die Söldner, die Steinfragmente zu zerstören. Und das müssen wir verhindern. Geht runter und versucht, so viele von den Steinen zu retten, wie ihr könnt. Am besten ihr geht in den unteren Teil der Ruine und ich in den oberen. Und wir treffen uns dann wieder hier, wenn alles erledigt ist. Ach, und noch was. Ja. Falls mein Assistent Seth da unten sein sollte, seht zu, dass ihr ihn irgendwie außer Gefecht setzt und zu mir bringt. Ich will mich selbst um ihn kümmern. Jetzt los, vergeuden wir keine Zeit mehr. Feuerlöscher in das Zauberbuch eingetragen. Feuerlöscher. Ich denke mal, das läuft dann von selbst, oder? Okay, du gehst nach oben. Ich gehe nach unten. Und speichern.
Ja, ich mein's ernst, Junge. Merkst du doch gerade, oder nicht? Ist das Geiles? Ach, der kämpft dann für mich. Ja, wie nice ist das denn? Quatsch. So. Das klappt ja super. Jetzt funktioniert's wieder. Oh Mann, was sei Dank! Hier drüben! Ich bin keiner von denen! Lösch dieses verdammte Feuer, schnell! Och nö. Ach ja, muss ich ja. Ja, das war sehr knapp. Ich sollte ihn ja retten, damit sie sich um ihn kümmern kann, ne? So, warte mal. Iss mal einen Apfel. Iss mal Kartoffeln. Komm, und das auch noch. So. Die Mistkerle haben mich einfach hier unten zum Sterben zurückgelassen. Und das trotz allem. Verzeiht mir. Alter, bist du scheiße? Ich sollte den noch gefangen nehmen. Das ist ungeil. Ich durfte den aber nicht verbrennen lassen, weil sie sagte, ich soll ihn retten. Ach, warte. Ach, geh doch mal aus dem Weg, du Knochen. Cool, ich muss es gar nicht lesen. So, Feuer. Da lang. 4 von 6 noch nicht verbrannten Steinen gerettet. Oh nein, es ist einer weniger. Oh oh. Ja. Geh aus dem Weg. Voll die Actionmusik. Ich vertue mich immer mit dem.
Auf sie! Scheiße. So, und dort noch einer ohne Fahrschein. Fünf von fünf Steinen gerettet. Toll, das waren acht, ne? Shit. Leeres Pergament lesen. So, kann ich mir das Ganze jetzt mal in Ruhe hier erstmal angucken? Oh, Eisenclaymore. Ach, da. Ich nehme es trotzdem mit. So, warte mal, wo ist denn die gute Dame? Vielleicht kurz schnacken und dann, warte mal, welchen Zauber habe ich aktiv? Ahnen rufen. Ah. Ah, okay. Tut mir leid, hat nicht ganz so geklappt. Na sowas. Das nenne ich mal einen glücklichen Zufall. Hattet ihr Erfolg? Was ist mit den Steinen? Ja, einige habe ich retten können. Gut. Ich schätze, das wird uns genügen müssen. Danke. Was ist mit Seth? Habt ihr ihn gefunden? Ja, aber ich durfte ihn ja nicht töten. Verdammt! Wie konntet ihr ihn entwischen lassen? Jetzt ist er über alle Berge und erzählt seinem Auftraggeber, was weiß ich, über unsere Operation. Entschuldigung, das war daneben. Es ist nur... Naja. Wie heißt ihr überhaupt? In dem Chaos hatten wir ja gar keine Zeit für Formalitäten. Ja, Captain. Erfreut seid ihr. Na, das ist ja schön. Ich habe nämlich im Nachhinein das Gefühl, nicht gerade umgänglich gewesen zu sein. Ja, komm, passt schon. Entschuldigung dafür. Manchmal habe ich eine etwas zu kurze Lunte. Du, das ist nicht schlimm. Aber gut. Kommen wir zum eigentlichen Grund eures Hierseins. Erzählt mir doch erst einmal, wie ihr den alten Zeterer dazu bekommen habt, euch zu vertrauen. Das kommt nämlich nicht oft vor. Ja, das ist eine lange Geschichte. Pass auf. Ich habe Zeit. Und in dieser kurzen Zeit habt ihr derart zu kämpfen gelernt? Das ist faszinierend, gelinde gesagt. Ja, wenn du keine Wahl hast. Diese Vision, habe ich das richtig verstanden, dass ihr den Tod dieser beiden Apothekarii vorhergesehen habt? Ja. Und ich weiß, wie verrückt das klingt. Das tut es in der Tat. Aber schön, wer bin ich, um mich zu beschweren? Ihr taucht hier aus dem Nichts auf und rettet mir nichts, dir nichts, unsere Forschungen. Ihr seid wirklich eine... Scheiße. Was? Bitte? Nicht ihr. Ich meinte... Ich hatte da nur gerade einen seltsamen Gedanken. Aber nein, das wäre verrückt.
Viel zu unwahrscheinlich. Unwahrscheinliches ist vieles in den letzten Wochen passiert. Ich würde gern offen mit euch reden, aber unsere Vereinbarung mit dem Götterorden verbietet es mir. Oh. Aber ich werde Konstantin und dem alten Arantial von meiner Theorie erzählen. Ihr müsst euch vermutlich noch gedulden, bis Letztere es für richtig hält, euch einzuweihen. Aber wenn meine Vermutung stimmt, dann... dann hätten wir endlich die Möglichkeit, diesem Zyklus gehörig in den Arsch zu treten. Nun gut, jetzt haltet mal kurz einen Moment still. Bereit? Okay. Ja. Alles klar. Keine Sorge, das kitzelt nur einen Blick. Scheiße! Hat sie gerade wieder Scheiße gesagt? Geht es euch gut? Das war nicht so geplant. Ja, ja, alles gut. Wie wäre es das nächste Mal mit einer kleinen Warnung? Es war keine Absicht, wie gesagt. Ja, ist ja gut. Ich habe keine Ahnung, wie das eben passiert ist. Normalerweise spürt man bei dem Ritual allerhöchstens ein schwaches Kitzeln. Aber bei euch? Das könnte mit eurer seltsamen Aura zu tun haben. Ja, ziemlich wahrscheinlich sogar. Was ist mit meiner Aura? Schwer zu beschreiben. Irgendwie vielschichtig und kalt. Aha. Aber vermutlich bin ich einfach aus der Übung gekommen. Es hat funktioniert, darauf kommt's an. Euer Fieber sollte sich jetzt auf ein halbwegs erträgliches Ausmaß mindern und auch dort bleiben. Zumindest, wenn ihr auf euch Acht gebt. Die Nähe von Kristallen meiden. Es mit Lichtmagie und magischen Tränken nicht übertreiben. Ihr kennt die Palette. Gleichzeitig könnt ihr aber jetzt auch eure Fähigkeiten ausbauen, ohne Gefahr zu laufen, ein paar Tage als Orbaia aufzuwachen. Ich schlag vor, ihr geht jetzt erst einmal zurück zu Konstantin. Braucht ihr sonst noch was? Ansonsten bis bald. Wir werden uns wiedersehen. Ich hab da so ein Gefühl. Wofür waren denn die Steinfragmente gut? Sagen wir es so, sie sollen uns schützen. Aber das wird euch der alte Arantial später vermutlich ausführlicher erzählen. Ja, okay, alles klar. Gut, dann denke ich, ich weiß Bescheid. Bis bald. Yay. 144 Ausdauer, oder? Alter, da. Zauber ich jetzt mal ein bisschen mehr. Naja, ab und zu braucht man es ja, ne? Ausdauer habe ich 150. Ja, komm. Teil von etwas Bedeutsamen, Teil 1. Aha. Gut. So, wir stehen hier. Natürlich gucken wir uns das Ganze hier erstmal schön an. Ich wollte mir die Ruinen hier nochmal in aller Ruhe angucken. Aber. Das mache ich in der nächsten Runde. In der nächsten Session. Und außerdem hat sich nichts verändert, ne? Ich darf immer noch keine Tränke nehmen und immer noch keine Heilzauber wirken. Nichts hat sich verändert. Naja. Gut, auf jeden Fall hat das Spaß gemacht. Das war eine schöne Session, eine schöne Runde. Und in der nächsten Runde werden wir uns hier erstmal ein bisschen umschauen. Und dann gehen wir natürlich zurück zum alten Konstantin. Also. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis dahin.